Erinnern Sie sich noch? Am 4. Februar gab es eine große Havarie an der Dippoldiswalder Abwasserleitung. Noch am selben Tag organisierte sich ein Netzwerk aus Fachleuten und Helfern, um diese Havarie direkt an der Talsperre Malta in den Griff zu bekommen. Und es hat funktioniert. Großer Umweltschaden konnte vermieden werden und auch die defekte Abwasserleitung konnte überirdisch durch große Rohre und Pumpen ersetzt werden. Einen Monat später, Anfang März, informierte Oberbürgermeisterin Kerstin Körner erneut über FRM-TV die Bürger. Also zum einen die gute Nachricht, wir haben diese Katastrophe im Griff. Es ist auch kein größerer Umweltschaden entstanden. Wir werden am 13. eine erneute Wasserprobe entnehmen und wenn alles gut geht, können wir am 18. anbaden hier in der Talsperre. Ansonsten die eher weniger gute Nachricht ist, wir müssen tatsächlich von hier bis zum Klärwerk gut 1000 Meter eine neue Rohrverlegung machen. Wir werden also in der offenen Bauweise arbeiten müssen und uns bei dieser Gelegenheit auch gleich das Rohr, was daneben liegt, anschauen wollen. Jetzt, 5 Monate später, sind wir wieder auf der Baustelle, denn es gibt gute Nachrichten. Isabel Krönert kommt direkt von der aktuellen wöchentlichen Bauberatung und hat auch zum Thema Fertigstellung der neuen Leitung und Inbetriebnahme erfreuliche Termine zu verkünden. Herzlich willkommen, mein Name ist Isabel Krönert. Ich bin Betriebsleiterin des Abwasserbetriebes Dippoldiswalde, der Stadt Dippoldiswalde. Wir befinden uns hier auf der Baustelleneinrichtung unserer Großbaustelle des Ersatzneubaus unserer Hauptdruckleitung zwischen Dippoldiswalde und Seifersdorf. Der erste Bauabschnitt betrifft das hier. Der beginnt quasi auf der Straße am Stausee. Das hat sicherlich schon jeder mitbekommen, wo die Bausteineinrichtung oder die Absperrung ist. An einer großen Pumpenanlage bis hierhin zur Kläranlage Dippoldiswalde, die hier sich unterhalb unseres Standorts befindet. Wir haben derzeit einen sehr guten Baufortschritt, das kann ich Ihnen schon mal mitteilen. Und wir gehen davon aus, dass wir bereits am 11.8. mit den Baumaßnahmen gesamtheitlich fertig sind. Die Wiederinbetriebnahme der Druckleitung soll am 31.7. sein. Und damit quasi der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Wir haben leider immer mal wieder ein paar Bauverzögerungen, um dies Ihnen etwas einfacher darzustellen. Also wir haben damit zu kämpfen, dass es halt Spezialtechnik hier eingebaut werden muss, da es eine Druckleitung ist und keine normale Freispiegelleitung ist. Dafür werden Schächte benötigt. Diese müssen extra für uns hergestellt und gegossen werden. Diese benötigen mehr Zeit in der Herstellung. Das wurde uns leider bei Angebotsabforderungen zugesichert, dass dies schneller erfolgen kann. Mittlerweile ist es leider so, dass der Hersteller Verzögerungen angemeldet hat. Weiterhin macht uns etwas zu schaffen, dass immer mal Passanten diesen Bereich durchqueren müssen und dadurch natürlich der Bagger an der Stelle, weil es eine ziemlich enge Straße ist, immer wieder zum Stocken kommen muss. Er muss anhalten, die Bauschaufel oder die Baggerschaufel muss abgelegt werden, damit Passanten, die eigentlich in diesem Bereich der Gefährdung eigentlich nichts zu suchen haben, passieren können. Da wollen wir nochmal an Sie appellieren als Zuschauer. Diesen Bereich einfach für die Zeit bis zum 11.8., das ist nicht mehr lang, einfach nicht mehr zu betreten, damit dieses Bauzeitende nicht gefährdet wird. Im Bild eingeblendet sehen Sie unsere derzeitigen noch teilweise verlegten Stahlleitungen, die, wie Sie sehen, stark korrodiert sind, Löcher haben und halt teilweise seitlich aufgerissen sind. Dieses wurden in 1993 bis 1997 hier auf der Teilstrecke oder auf dem Gesamtstück zwischen Dippoldiswalde und Seifersdorf verlegt als Hauptdruckleitung. Diese sollten ursprünglich 80 Jahre Nutzungsdauer auch durchhalten. Nach den aktuellen Erfahrungen und wie Sie halt auf dem Bild erkennen können, haben sie dieses nicht geschafft. Um dieses zu ändern bzw. für die Nachwelt quasi besser zu machen, haben wir uns jetzt bei dem Neubau für das Polyethylenrohr entschieden. Das, was halt auch das Ingenieurbüro empfohlen hat, das sehen Sie jetzt hier. Das sind die neuen Leitungen quasi, die derzeit verlegt werden. An der
Stärke sehen sie auch, was sie aushalten müssen und dass sie das auch tun können. An der Stelle möchten wir uns natürlich bei der Baufirma auch unheimlich bedanken, dass die das innerhalb von kurzer Zeit mit dem Aufwand an Personal auch versuchen zu bewerkstelligen, dass in ein Minimum an und ein Maxi, also ein Minimum an Zeit und ein Maximum an technischen Geräten und Personal hier für uns zu bewerkstelligen, um diese Einschränkung für die Bürger hier vor Ort am geringsten zu halten. Und ich denke, das ist eine Leistung, innerhalb von einem Kilometer das in dieser kurzen Bauzeit zu bewerkstelligen und das Personal und die Geräte dafür zur Verfügung zu stellen. Bleibt also festzuhalten. Ab dem 11. August ist die Straße am Stausee und die neue Straße Richtung Seifersdorf wieder befahrbar und 1000 Meter neue Druckleitung sind verlegt. Aber nicht zu vergessen, 3 Kilometer von diesem maroden Rohmaterial liegen noch in der Erde und müssen wohl oder übel ausgetauscht werden. Die Planungen dazu laufen bereits. Immer in der Hoffnung, das Material hält es bis dahin durch und es gibt keine weitere Havarie an der Dippoldiswalder Abwasserleitung.